Der Kartomat. So. Hintergrund hatten wir den. So, wir hatten Effekt, hatten wir den. Und Rahmen hatten wir den. So, dann gehen wir auf Weiter. Okay. So, die Pose können wir auch noch ändern. Das sieht schon mal cool aus. Gesichtsausdruck, den ändern wir auch noch. Nein, das sieht kacke aus. Das geht gar nicht. So, richtig ernst, das ist schon mal gut. Und Yibi gib ihm. Und Blickrichtung mit R. Blickrichtung mit R. Soll man eine glänzende Beschichtung drauf machen oder eher ein mattes? Was wollt ihr sehen? Matt oder glänzend? Ja, das ist ja das, was ich gerade habe. Natürlich glänzend. Eine glänzende Beschichtung. Bis bald. Ligakarte. Schau mal, ob du unsere Karte bekommen hast. So, das ist die Liga-Karte. Im Album habe ich jetzt nur Deleon. Hi, Marcy. Eure Karten habe ich wohl nicht bekommen, weil ich die Karten erst... So, Liga-Karten empfangen. Ich kann eure Liga-Karten-Codes wohl hier eingeben und dann kann ich diese empfangen, wie das aussieht. Hast unsere echt nicht angenommen. Ah, schade. Warte, ich sende dir mal meine. Mach das. Meine Liga-Karte wurde geteilt. Da könnt ihr euch jetzt gerade einen Screen von machen und euch die runtersenden. Na, also das könnt ihr so machen. Ihr könnt die auch gerne im Discord posten, eure Liga-Codes, und dann... Warte, ich schreibe das mal gerade hier in den Reihen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, HX, 0, C, F, P. So, und dann hauen wir jetzt einfach mal die Liga-Karten rein. So, Kartencode eingeben. Das war dann einmal... Ich nehme jetzt einmal eure auf. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 5. GX, N3, G... X, N, 3 und Y. Y. So, empfangen. Ligakarte wird übertragen. Ligakarte empfangen. Nikis Ligakarte. Also ist Niki auch ein Mädel. Gehe ich von aus. Oder spielt halt gerne einfach nur weibliche Charaktere. So, Code eingeben. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 und 5. 1, 2. PD. VX. So, und empfangen. Dann gucken wir mal, wie Zilla ihr Männerlein aussieht. Oder Weiblein. Beziehungsweise Weiblein ist es ja.
Wirklich, Silla? Dein Ernst? Diese Pose, wo die halt hingreift, ist einfach zu gut. Grab the Pipi, ist halt echt so. Ohne Witz. Also bis jetzt hat die beste Liga-Karte, Silla. Also, best day today. Davon gibt's zu viele. Das ist echt zu gut. Ah, was sagen meine Pokémon? Sind die noch gut im Saft? Also, nein, jetzt nicht so, wie ihr es denkt. Oh nein, Battle nur. Ich sollte eigentlich aufpassen, was ich sage. No joke, das ist eigentlich family-friendly Content. Aber hey, wenigstens haben wir viele andere Posen. Boah. No joke, ey. Ich muss jetzt erstmal speichern, bevor ich gleich den Lachflash meines Lebens weiterbekomme. Puh. Halt auch jetzt gerade die Zocke. Ich find's mega lustig. Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Arena Challenge, klar. Genau, als nächstes solltest du zur Eröffnungszeremonie der Arena Challenge. Dann gehen wir da mal hin. Wie gesagt, das ist halt mein erstes Playthrough und bisher gefällt mir das Spiel halt sehr. So findet morgen im Engine Stadium. Also sie findet morgen im Engine Stadium statt. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Aber wie gesagt, sollte ich morgen nicht streamen, ja, Leute, dann ist mein Router immer noch nicht angekommen, den ich morgen zur Freischaltung bekomme. Der späteste Streamtag wird dann, denke ich mal, der Dienstag sein. Aber um alles genauere auf dem Laufenden zu halten, ja, solltet ihr in den Discord eintreten, falls ihr das Ganze noch nicht gemacht habt. Mit Ausrufezeichen Discord kommt ihr dann dementsprechend auch in den Discord rein, beziehungsweise der Bot, der haut den Link euch raus. Und der ZHN Longbot, der wird euch auch immer benachrichtigen auf Discord oder Twitter, wenn wir halt wieder online sind. Vorher werde ich das Spiel dann auch gar nicht weiter spielen, weil ich das ganze Adventure halt mit euch zusammen erleben will. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutiquen ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. Dann gehen wir mal ins Stadion. So. Dann gehen wir mal hin. Glurak! Das ist bestimmt Delion. Oha. Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diese riesigen Lift übersehen? Joa. Nein, doch nicht. Geh dich mal umziehen. Zurück. Oh, hallo Nero. Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh. Ich hab da etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier gibt es ein Pokémon zum Tragen. Hier gibt es ein Pokémon zum Tragen. Du erhältst ein Stück Holzkohle. Okay. Dann gehen wir uns jetzt mal umziehen gleich. Du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine Stadium gar nicht verfehlen. Okay, dann gehen wir erstmal zurück. So.
sollten ja zurückgehen. Ich gehe mal von aus hier in die Boutique rein. Für neue Klamotten. So, willkommen in der Boutique. Suchst nach was Bestimmtem? Ich hab's an den Seiten. Ich will kein Polohemd. Das ist auch irgendwas Cooleres. So was. Designer Jeans. Alter, sind die scheiße teuer. Trainingshose. Designer Jeans. Die schwarz-grüne gefällt mir schon ganz gut. So. Kommt später noch mehr in anderen Städten. So. Ja, diese Socken, die sind eigentlich scheißegal. Schakerschuhe. Habe ich ja schon welche an. Diese Reisetasche halt, ne? Sportkappe Challenger. Das ist cool, Sonnenbrillen. So, ich glaube, ich hätte aber schon eine gesehen. Halbrandbrille. Schwarz und Pink? Nein. Ich will eine rote. So, gibt es hier auch was Rotes? Außer das, was wir eben hatten. Komm, gib mir eine rote. Sonst müssen wir echt wieder hier... Ja, müssen wir dann wahrscheinlich doch die hier nehmen. War es die einzige? Das ist pink. Nein. Schwarz und schwarz, rot und schwarz. So. Nice. Was verbirgt sich hinter Strafe muss sein 1 plus 2? Was willst du? Was? What do you want? Also aktuell ist hier gerade nichts mit Strafen. Andere Stadt hat mit roten Gläsern, okay. So. Handschuhe brauchen wir nicht. Hey, du sollst die anziehen. So, Einkauf beenden. Ja gut, dann muss ich das wohl wahrscheinlich jetzt manuell anziehen. In der Umkleidekabine. Wir wissen, was ich für 20.000 Punkte bekomme. Dann darfst du dir eine Bestrafung einfallen lassen. Ganz einfach. Brille mit dickem roten Rahmen. Oder halt mit Sonnenbrille. Was sollen wir nehmen? Sonnenbrille? Kannst du auch deinen Hut ausziehen. Ja, das werde ich jetzt definitiv mal machen. Ich würde sagen, dass ein Gala so richtig schön sonnig ist. Ja, nehmen wir mal hier alles Mögliche ab. So, die Schuckerschuhe. Lange Socken, Alter. Was? Designer Jeans. Ein Streifenshirt. Nee. Das sieht schon okay so aus. Hast ja ein paar Bohnen zu Hause, Alter. Warte mal. Du sollst das Polohemd anbehalten. Möchtest du dieses Outfit anziehen? Ja. Moin, Quatschkopf.
Ja, der Bonus-Stream, der kommt halt später noch, ne? Das ist jetzt nicht so, als würde das jetzt hier Eile haben. So. Ist halt die Frage, wo kann ich mir die Haare schneiden lassen? War das auch da in dem Laden? Nee, ne? Haare noch machen. Ja, ist die Frage, wo? Ah, das sieht nach einem Barbershop aus. So. Was können wir für dich tun? Ja, einmal die Haare schneiden, ne? So. Haare. So, Stoppelfrisur. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Fechtfrise. Seitenscheitel, das sieht schon eher nach mir aus. Undercut. Das ist definitiv mein Schnitt. So. Den Undercut, den nehmen wir. Weil normalerweise, in der Tat, habe ich wirklich einen Undercut. Aber der sieht aktuell durch Corona-Zeiten. Bitte blauen Lippenstift. Nein! Kein blauen Lippenstift. Fancy Boy. Sicher jeden Morgen erstmal Make-up auftragen. Klar. Ohne Witz, wenn wir einmal hier durch sind, dann und Corona vorbei, dann gehe ich nächstes Jahr als Pokémon-Trainer, so wie wir den hier erschaffen haben. Blau steht ihm gut, hast recht. Ich hasse Blau. Rot ist viel besser. Also rote Farbe. Werde ich nächstes Jahr als Pokémon-Trainer zu Gamescom gehen. Oder halt so wie er jetzt hier oben ist. Stimmt, eigentlich müssten wir einen schwarzen Hoodie finden und den so oben einkleiden. Nur, dass dieser Hoodie nicht mein Logo beinhalten kann. Glaube ich. Oder kann man Logos selber designen hier, wie bei Animal Crossing? Wow, schau dich nur mal um. Überall Arena-Challenger. Egal, wo man hinsieht. Leider nicht. Gegen all die müssen wir uns also durchsetzen. Ich muss mal gerade die Heizung was runterschrauben. Hier ist so heiß drin. Nur wenn du Hackerman spielst. Das könnte man machen, aber nein, das ist mir mit der Switch zu criminal. Komm, melden wir uns an. Das ist meine Let's Play Switch, da mache ich sowas nicht. Brauchst du aber eine Gen 1 Konsole? Ich habe eine Gen 1 Konsole, zwei Stück sogar. Was geht denn mit dem ab? Seid ihr zwar hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbrief. Oha! Ja, ich habe mir damals aus Versehen zwei Stück bestellt. Aus Grund dessen, weil ich nicht wusste, ob die eine ankommt. Ich wünschte, ich hätte eine. Ja, die eine, die war aber auch schon in Reparatur. Also von daher. Oh, eine Empfehlung vom Champ persönlich. Sowas sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch vom Champ. Wie bitte? Delion hat euch beide als Teilnehmer an der Arena Challenge empfohlen. Dann müsst ihr wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet. Mein Name ist Hop. Vor ihnen steht Delions kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie? Wo war's? Wow. Einen Moment bitte. Ich bin mit meiner Super Smash Bros. Switch zufrieden. In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsstet ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt freie Wahl. Oh.
Nehmen wir die Nummer 86. So, alle Teilnehmer dürfen kostenlos in Knospi Inn übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los, komm, wir checken am besten gleich im Knospi Inn ein. 69, ja, ist klar. Hopp hat halt nur eine Mitleidskarte bekommen. Ist halt echt so. Ich habe nur eine normale Switch, bin auch zufrieden. Ja. Grundlegend ist es egal, was du halt für eine Switch hast. Nur wenn du halt eine CFB drauf machen willst, geht das mit den neuen Switches aktuell noch nicht. Also glaube ich nicht. Du bist Arena Challenger Nero. Habe ich recht? Zum Knospi Inn geht es hier entlang. Wenn du mir bitte folgen würdest. Ja, der Typ, der ist halt auch mega breit, ne? Ja, also wie gesagt, eine normale Switch ist halt vollkommen okay. Das ist das Knospi in Nero. Tritt ein und ruhe dich gut aus. Du wirst all deine Kräfte brauchen. Ja, dann... Let's go! Was geht denn da für ein Stunk ab? Oh, hi Kids! Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt. Service von allerfeinsten hier. Wieso Service von allem Feinsten? Hey Sanja! Was machst du denn hier im Hotel? Ich stelle Nachforschungen über das rätselhafte Pokémon aus dem Schlummerwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Galar-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Naja, der Dude eskortiert mich zum Hotel. Achso, ja gut. Das ist halt so, als könnte man nicht auf sich selber aufpassen. Diese Statue, was soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferungen zufolge einst die Galar-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gern seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Wollt ihr alles wissen oder wollt ihr nur die Kurzfassung? Na? Eins für kurz, zwei für alles. Eins. Sind ja noch andere im Chat, die das dann mit kurz, eins. Okay. Ich denke mal, Zilla sagt dann auch kurz. Jeder Teilnehmer bekommt einen Guide, der nur dich zum Hotel bringt. Ja, so anscheinend schon, ne? Pokémon spielen labern die sowieso zu viel. Vor langer Zeit erschien am Himmel von Galar ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jene heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Wow, das klingt gut. Wow, das klingt, als hätte dieser Held ungefähr so stark, als wäre der Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Rasania schafft das schon.
Nacht ist schwach. Danke. Ja, ich kriege das schon irgendwie hin. Irgendwo werde ich eine heiße Spur finden. Sag mal, solltet ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr hier übernachten wollt? An der Rezeption scheint viel los zu sein. Stimmt, wir müssen ja noch einchecken. Wenn uns irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid, Sanja. Es geht nie ab. Was stimmt mit diesen Typen von Team Yellen denn nicht? Ole, 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 ole! Meine Kollegen vom Team Yell und ich sind extra angereist, um unsere Lieblingstrainer bei der Arena Challenge anzufeuern. Wenn du uns dabei in die Quere kommst, müssen wir leider dein Pokémon platt machen. Mal sehen, wer hier wen platt macht. Ich bin noch eine ganze Weile am Stream heute, in der Tat. Du legst es echt drauf an, was? Wie du willst. Ich hab dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans. Und echte Fans schrecken vor nichts zurück, um ihrem Star den Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Nice. Haben wir hier den Typen von Team Yell platt. Ah, dein Zickzack, das wird so schnell. Geplättet, Digga. Nanaki, los, hau ihn um. Nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv. Setz mal Kreuzschere ein. Oh, war Nanaki zu stark. Das tut mir aber leid. Sollen wir ihn Verhöhner beibringen oder nicht? Also ich setze meistens nur Attacken ein. Die ganzen Zusätze nehme ich eigentlich nicht. Uff, das Team Yell. Ich dachte, Team Skull ist schon schlimm. Ja. Also von daher... Map 6-6. Ist halt echt so. Ah, komm, Verhöhner brauchen wir eigentlich nicht. Komm. Wolli erreicht Level 9. Silly erreicht Level 4. Silly versucht Aussetzer zu erlernen. Achso, okay, also keine Attacken mehr beibringen. Immerhin hat Team Yell eine bessere Story. Hey Leute, das schreit nach einer Revanche. Zeigt ihm, dass Team Yell immer zusammenhält. Ach komm. Really? Geht klar, Kumpel. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, in einer Hotellobby zu kämpfen? Später kannst du Nanaki noch Zeug beibringen. Musst du aber nicht, nur wenn du willst. Nee, wenn du sagst, das sind die besten Attacken, die es eigentlich schon gibt, dann lass ich die da direkt drin. Weil das ist ja sonst wasted. So, dann machen wir mal hier die Olle platt. Clap die Fox. Ah, dieses schöne Shiny-Pokémon. Wutanfall ist zum Beispiel etwas, was Nanaki noch will. Wogegen sollte ich einen Wutanfall dann aussetzen? Gegen Knirscher? Ich finde Mani so viel besser wie Lili. Wie Lili. Drachenklaue. Okay. Mani kommt aber zum Schluss erst oder später noch. An dem Mani, oder? Ein Shiny. Ja, das Shiny, das habe ich in der Tat von der Nick
Niki Geschenke kriegt. Niki? Ich sag einfach Niki. Natrian. Dauert noch, bis sie Wutanfall bekommt. Ich fühle mich in diesem Nobelschuppen einfach nicht wohl. Sonst hätte ich nie verloren. Was ist das denn für ein Lärm, Nero? Ich dachte, du willst nur einchecken. Moment mal, hast du etwa die ganze Zeit gekämpft? Keine schlechte Idee. Pass auf, ich steige mit ein. Das wird bestimmt ein gutes Training. Aber vorher heile ich noch deine Pokémon. Ah, whatever you feel like. Dann sage ich Niki. So, jetzt heißt es 2 gegen 2. Boah, jetzt geht's rund. Wenn wir mit euch fertig sind, jubeln wir. Ole! Ihr wimmert dann maximal noch. Oh nee! Das wollen wir sehen. Hauptsache hier hinten, meine Haare stehen voll ab. Es wird Zeit für den Friseur. Schrecklich. Let's go! So, dann würde ich mal sagen, auf die Plätze, auf die Fresse.